Hallo liebe Bremen News User, ich melde mich hier nochmal von der Auktion der BSAG mit Herrn Schumann. Herr Schumann, was ist denn dieses Jahr das große Highlight von der Auktion? Kann man denn sagen, so wie vor 2 Jahren eine Geige, die versteigert wird, oder ist das noch nicht ersichtlich? Also wir haben vor 2 Jahren eine Geige versteigert, wir haben heute wieder eine Geige versteigert und wir haben eigentlich nur Highlights. Wir haben heute einen Rollstuhl dabei gehabt, wir haben wie heißen die noch gleich? Die rollbaren Gehhilfen. Kommen jetzt auch Rollatoren, genau, wir haben Rollatoren dabei gehabt, wir haben Fahrräder dabei gehabt. Ich denke einfach mal, es gibt eigentlich keine herausragenden Highlights mehr, weil es wird alles vergessen. Und ich sage immer, ich fahre selber hier im öffentlichen Personennahverkehr bei der BSAG. Als gebrechlicher Mensch steige ich ein und als gesunder komme ich wieder raus aus der Bahn. Denn ansonsten kann ich mir das nicht erklären, warum solche Hilfen, die man im alltäglichen Leben ja braucht, wenn man irgendwo nicht so gut zu Fuß ist, warum die dann stehen bleiben. Ne? Also die Nutzung der BSAG hat also quasi heilende Wirkung. Ja, ist ein Gesundbrunnen. Was ist denn so das Außergewöhnlichste, das mal vergessen wurde? Oder sagen Sie, die Rollatoren sind da wirklich schon an der Spitze? Ja, also wenn man da mal überlegt, also Kinderwagen werden genauso vergessen. Heute hatten wir eine Klobrille und Toilettpapier. Also ich sage einfach mal, es ist in der gesamten Bandbreite, was Sie sich vorstellen können, was Sie überall irgendwo kaufen können. Das können Sie dann auch bei uns in Bus und Bahnen finden. Und das wird dann hier nach einer gewissen Zeit, wo es halt abgewartet wird, dann praktisch versteigert. Ne? Wohin gehen denn die Einnahmen, die hier gesammelt werden? Da bin ich jetzt überfragt, weil ich die ganzen Sachen nur hierher gefahren habe, beziehungsweise auch mich an der ganzen Aktion mit beteilige. Aber da sollten wir dann doch einfach mal die Herrschaften, die das planen, fragen, weil das kann ich nicht sein. Das hat mich ehrlich gesagt bisher auch noch nicht so interessiert. Okay. Ja, das ist ja schon sehr interessant. Das letzte Mal war das ja vor 2 Jahren. Genau. Ist es regelmäßig in 2 Abschnitten oder einfach? Wir hatten nur letztes Jahr leider Gottes nicht so viel Fundsachen, dass es sich gelohnt hätte. Da wäre wahrscheinlich schon viel eher die Aktion beendet gewesen. Und so ist es jetzt natürlich dazu gekommen, dass wir heute so viel haben, wie wir es noch nie hatten. Wir sind also nicht nur mit einem kleinen LKW gekommen, sondern wir hatten auch noch ein Kombi, hinten die Ladefläche voll. Also es ist schon gigantisch, was da zusammengekommen ist. Das klingt sehr interessant und die Auktion geht noch bis 17 Uhr. Wie gesagt, kommt vorbei, wenn ihr Interesse habt und vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Viel Spaß euch noch.